ist draußen. Wie viel Grad ist draußen? 40 oder sowas. Moin, Mieterbrüder und Schwestern. Ich werde jetzt mal versuchen, die zweite... Nein, sorry, eigentlich doch. Eigentlich ist die zweite Mission. Fünfter Schritt. Aber das andere war ja nur Gelaber. Schritt 2, 3, 4, glaube ich. Nee, Schritt 2, 3. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall machen wir jetzt CGs und ich werde es versuchen, das so schnell wie möglich durchzuziehen, weil hier gefühlt ein Zimmer 600 Grad sind. Unter dem scheiß Headset gefühlt 650 Grad. Da könntest du Alu schmelzen drunter. Boah. Und er heizt sie auch immer weiter auf mit jeder Minute, wo das Spiel läuft. Diese scheiß Scheinwerfer. Holy crap. Also ich werde es versuchen, schnell durchzuziehen. Oh. Ja, ja, normal. Die, die es verfolgt haben, wissen ja, Arsch auf Friss, erste Mission, seitdem erstmal normal durchziehen. Boah, ich glaube, ich habe 34 Liter Wasser schon gesoffen in den letzten 30 Minuten. Dreckshitze, verdammte Kacke. Das ist bei euch gerade auch irgendwie 30 oder so ein Scheiß. Das Kotzen. Oh, hoffentlich kommt der Winter bald wieder. Ich bin bei meiner Erkundung auf ein paar Wrackteile gestoßen. Ich habe sie jetzt mal gekriegt. Mal sehen, ob du recht hast. Abgetan, bis Geist die Cora's Schiff beschrieben hat. Mal sehen, ob die wirklich so cool ist. In dem Wrack war niemand, also lebt sie noch. Wir müssen sie nur ausfindig machen. Ja, und das ist immer leichter gesagt als getan. Ich schicke ein paar Koordinaten raus. Du hältst Ausschau nach etwas, das dem Sattel auf Io ähnelt. Dort starten wir unsere Suche. Moment, gibt es irgendwas zu looten? Wahrscheinlich nicht. Aber da, wo ich das mit Zinken hängen habe, schiebe ich mir das Ding lieber vors Maul. Moment. Da unten aber. Wir sind nicht die Einzigen, die Ikora finden wollen. Wird euch die Schar bereits lästig? Die haben wir im Griff. Wir gehen in die Vollen. Ich unterstütze euch moralisch. Konzentrierte Dunkelheit. Moment, wo geht's hin? Das Mindeste, was wir tun können, ist, sie sinnvoll einzusetzen. Ja, Moment. Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's noch nichts, ne? Nicht, dass ich irgendein Kätzchen verpasse oder sonst was diesmal. Wahrscheinlich nicht. Also, Transzendenz habe ich mir jetzt auch auf 4 gelegt. Ein scheiß B letztes Mal. Na, Hammer. Oh, mir ist schneller. Ein bisschen Abscheulichkeiten des Zeugen. Vorsicht. So, jetzt mal neue Wumme ausprobieren. Holy, okay. Verstehe, was du meinst. Was du meintest, sorry. Holy crap. Okay, die ist wirklich cool. Jo. Ach Mist, umsonst. Ihr nähert euch den Koordinaten des Wracks. Gibt es Zeichen von Ikora oder ihrem Geist? Gibt es überhaupt Zeichen von irgendwas? Erwischt. Jo. Ja, die ist wirklich cool. Aber, Moment. Da! Da vorne! Wir wissen, dass Ikora ihr Schiff verlassen hat. Vielleicht hat sie etwas gefunden? Das mag sein, aber ein Alleingang ist das Risiko nicht wert. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Zum Glück hat sie die beiden fähigsten Jäger des Systems, die ihr beistehen. Wen meint? Ach ja. Und wann kommen sie hier an? Ja, frage ich mich auch.
Von mir kann der nicht labern. Dieser Schild erzeugt konzentriertes Licht. Damit kannst du diese Quelle mit Energie versorgen. Wo sich Licht ausbreitet, schwindet Dunkelheit. Klingt, als hättest du Ikoras Feldtagebuch gelesen. Ich versuche immer von den Besten zu lernen. Okay. Ah, oh, Mist! Juhu! Ah, ah, aha. Wo ist der? Wo ist Tyler da? Wo ist er noch? Ah, wo ist er? Ach komm, du Sack, zieh's nicht in die Länge. Zu warm im Zimmer. Nein, 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 bleib doch. Wird das einfach nur immer größer oder check ich wieder was nicht? Nein! Oh, hätte ich es nicht auf. Das waren helle Partikel. Ah, okay, verstehe. Du shit! Ja. Vor uns ist noch mehr Schar. Augen auf! Das sind wieder Anhänger von Xibu Arad. Natürlich folgen sie dem Aufruf des Zeugen. Naja, wie schön, dass jemand aufgepasst hat. Wenn ich leuchtende grüne Augen sehe, ballere ich um mich. Und entschuldige mich dann später bei Aris. Helle. Mann, die ballert aus Hüfte aber gar nicht mal so schlecht. Habe ich so viel gelästert über die Wumme letztens, aber. Helle, oder? Ja. Ach, den haben wir schon helle. Ui. Alter, die ist aber ein bisschen OP, die Knarre, oder? Wo ist denn der Grund, wo ich aufladen kann? Meine Fresse, ey. So, ich hoffe jetzt 4.
Boah, die ist aber richtig. Okay. Ja, der Kristall war. Ich hab noch gerade gesehen. Scheiße, Vogel wieder. Ah, der Piepmatz zeigt zu. Lass mal gleich aufladen. Oh, mein scheiß Brunnen. Oh, ich hasse es, Alter. Grimm, bestimmt nach den Gebrüdern, Grimm. Ich hasse die Teile. Oh mein Gott. Los. Schnell, Alter, die Temperatur steigt niedrig. Ja. Und für euch ist die Wummer besonders gut, muss ich sagen. So, warte. Okay. Gut. Geht auch hier rein. Oh. Oh Mann. Da sind es aber einige. Nochmal drum, klar. Komm ich hier. Holy shit, Alter. Ach du Scheiße, jetzt auch noch in Reihenfolge. Oh. Moment. Moment, in der Reihenfolge oder? Gemusst. Oh, was ist das denn? So liegt mir da schon. Bescheuerten Schild? Ich kann sie nicht selbst kurz und dann noch nach vorne. Okay. Jetzt sind locker. Alter, wie warm kann es werden? Scheiß Tür ist auch. Oh, fuck, Alter. Hä?
gesammelt. Schon wieder vergessen. Ach komm. Meine Fresse. Dunkle. Ja, kommt hin. Zwei, drei. Nein. Das war vier. Weg mit dem Scheiß. Nee, muss weg. War doch drei, ne? Nicht wieder umsonst. War drei. Okay. So, dann klar. Einsatz von Energie aus Licht und Dunkelheit hat also diese Barriere zu Fall gebracht. Mara hat oft über die Balance von Licht und Dunkelheit gesprochen. Wir Erwachten wurden im Konflikt erschaffen. Unsere Verbindung zur Dunkelheit ist so tief verwurzelt wie die Verbindung zum Licht. Nicht alle Hüter sind Erwachte, aber es fühlt sich so an, als würden wir alle diesen Konflikt teilen. Das ist definitiv Ikoras Schiff. Schauen wir uns das mal genauer an. Alter, hat's aber geschrottet, die Karre. Die Kiste. Oder? Achso, sorry. Oh. Commander, Hüter. Ich hoffe, ihr seid beide in Sicherheit und habt Krähe gefunden. Ich konnte euch nicht per Funk erreichen, daher bin ich mir nicht sicher. Wir sollen ihr Schiff finden. Ihr wisst, dass ich mich ohne Beweise nicht überzeugen lasse. Wie hast du es genannt, Zavala? Wissenschaftlicher Eigensinn? Aber dieser Ort hat etwas unheimlich Unantastbares an sich. Ikora, hör auf zu labern, Alter. Ich gehe ein in dem Scheißraum. Ich muss irgendwie zwei Minuten raus. Ich suche selbst den Kontakt mit dem Reisenden. Ich spüre, wenn ich ihn anrufe, wird er antworten. Wenn nicht hier, wo sonst? Trefft mich am Sattel. Es ist genau so, wie ich es in Erinnerung habe. Hals und Bein hoch. Diese Messwerte erinnern mich an etwas, auf das Krähe und ich kurz nach unserer Ankunft Okay. Etwa ich dachte, das wird verschwingen. Ein charmanter Revolver hält. Falscher Stein. Schurkisch gut im Aussehen. Ein Schar-Oger. Aber es muss immer gleich ein scheiß Oger sein. Es muss immer ein Oberst. Das muss ich... Ah ja.
Feuer, ein Schild, nicht das kennt. Ah, okay, okay. Oh mein Gott. Ja. Ich muss jetzt mal den ganzen neuen Scheiß gewöhnen. Oh, Alter, ich hasse Oger, ich hasse Oger. Oh, aber Hammels neue Wumme. Sie wird 1A, würde ich sagen. Der macht sich aus dem Staub. Oh. Wie bist du dem denn vorhin ausgewichen? Ausgewichen? Clint, wie oft hast du mich wiederbelebt? 5-mal? 6-mal? Alter, diese Knarre ist sehr, sehr, sehr übertrieben. Nicht schlecht. Einfach fehlende Leistung mit Hartnäckigkeit wettmachen. Wie gesagt, kann mir nur recht sein. Ein bisschen aufbrezeln? Nee, ne? Hier, Gott. Tiefenblick harmonisieren haben wir nicht. Magazine schon auch in Ordnung. Scheiß drauf. So. So, weiter nach Ikora. Okay, wir nähern uns dem Ende, glaube ich. Jo. Also hell. Wenn irgendwas da. Wieder hell. Shit. Oh man nicht. Das ist bestimmt dunkel, oder? Oh mein Gott. Schild ist cool, Alter. Oh nein, Alter, nicht wieder ein Oger! Zack, Gesichte. Gut. Oh, die ist sowas von geil, Hammel. Hast du vollkommen recht gehabt. Ich will nicht wissen, was ihr später begegnen kann, was ihr solche Wunden schon einbauen. Ja. Oh. Komm schon. Ja. Hell. Ach, scheiße. Nein, direkt daneben ist er. Wieder hell, Alter, was ist los, Mann? Ach komm! Endlich.
Oh nee, Alter. Zwei Kugeln umsonst. Ja. Lad auf das Scheißding, Alter. Lad das Scheißding auf. So. Ich mag das jetzt. Oh shit. Okay, bei ihm brauchst du auch ein paar Schüsse mehr. Oh, Kacke, Alter, wo hab ich das Teil hingeworfen? Nein. Ach, komm, scheiß drauf. Dann müssen wir mal. Maycore, habe ich gefunden? Nein. Wir haben ihn erledigt. Und sieh mal, Licht. Es schafft einen Weg nach vorne. Okay, am Anfang noch richtig Güter, ich Crap, registriere Alter, erhöhte Macht. Sowohl im Licht als auch in der Dunkelheit. Mann, Geist, Alter, hey, gib bloß keine Ruhe mal für eine Sekunde. Wenn sie... Ikora ist stark. Es wird ihr gut gehen. Oh, das ist gut. Großartig. Aber darum mache ich mir weniger das Sorgen. Coolste ist, dass sie Kate wieder reingebracht haben. Ohne Scheiß. Dass sie noch sauer auf mich ist. Wieso? Also, ich habe mein Versprechen gebrochen. Ich bin draufgegangen. Kate, immer der Coolste gewesen. Warte mal. Los. Wrong way oder was? Passt doch hier, oder? Okay. Holy shit, da bin ich ja richtig. Oh, der Elden Tree. Wir sind bei Elden Ring gelandet. Oh, was war da? Ach nein, Alter, ernsthaft? Geht direkt weiter? Oh, habe ich wirklich gleich Bock auf Elden Ring bekommen, Alter. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Noch schlimmer als in dem hier. Mach dich bereit, Hüter. Soll ich direkt mal zocken? Die Streitkräfte des Zeugen sind auf dem Weg. Aber so ist halt nicht so lange über. Oh, warte mal. Hey. Boah, ich hab mal die, Alter. Boah, die ist wirklich hammerig, Alter. Alter, was? Hätte ich gar nicht verstanden brauchen, Alter. Nahkämpfer. Dann geht gleich irgendwann in Korra? Du stehst hier nur blöd rum? Holy crap! Ikora ist da und steht nur blöd rum? Oh! Habe ich irgendwas wieder falsch verstanden? Muss ich erst meditieren oder sowas? Habe ich gerade mal zugehört. Auf. Okay. Shit. Wir sind versammelt. Oh. Shit. Oh, warte mal, das ist hier die Muni. Sammeln. Gut, habe ich es auch hier gelegt.
Warte. Ja, lad doch nicht genau jetzt nach, Alter. Gesprungen. Brauche ich doch gar nicht. Können wir mal meine neue Lieblingswaffe raus. Okay, aber bei ihm irgendwie. Warte. Bleib doch mal stehen, Alter. Da ist noch einer drin. Scheiße. Also, ich muss doch wieder von vier wegkommen, Alter. Hier ist mein Granatenwurf. Ist doch ein Bullshit. Lass mich erstmal den Arsch kalt machen. Das waren die letzten. Schnell zu Ikora. Ja, die ganze Seelenruhe umrum steht. Bisschen meditiert. Wir haben Ikora gefunden. Sie ist in tiefer Meditation. Natürlich. Wenn Ikora meditiert, erhält sie vielleicht tatsächlich ein paar Antworten. Welchen Hooligan würde ich das auch so machen, Alter? Irgendwie Schalke Dortmund-Spiel, dann, wenn die anderen auftauchen, du bist alleine. Oh, ich bin in tiefer Meditation. Danke, Hüter. Natürlich, gern geschehen. Ich dachte, hier würde der Reisende mich vielleicht in irgendeine Richtung weisen, wie einst den Sprecher. Verstehe. Ich schloss die Augen und öffnete Herz und Verstand. Oh. Ich glaube, ich hörte ihn. Schreien. Digga, da läuft ein kleiner Ventilator, da hinten läuft ein kleiner. Es ist einfach, die Luft steht, die Scheißluft steht hier drin. Der Zeuge infiziert den Reisenden. Heilige Scheiße, 147 Grad. Ich wünschte, Osiris könnte das sehen. Er hatte immer eine Hypothese. Osiris wird sich ja wohlfühlen in der Hitze. Holy fuck. Komm zum Punkt, Ikora, Alter. Ich muss die Kiste mal ausmachen für eine halbe Stunde. War's das? Der Zeuge stürzte den Reisenden in die Dunkelheit. Sorry. Alles, was du hier siehst, ist ein manifestierter Gedanke, der durch das Licht Wirklichkeit wurde. Deine Gedanken, meine, die des Zeugen. Er will das Licht als Waffe nutzen. Die Realität außerhalb des Reisenden in perfekte Stille umformen. Holy shit, hier könnte er die Sonne als Waffe benutzen. Vollkommene Stille. Unveränderlich. Und ewig. Stell dir deinen größten Triumph vor. Am Trailer damals, das deine tiefste Reue. Die Mutti damit verewigt als unsterblicher Teil eines Universums, in dem es nichts gibt, was der Zeuge nicht bewilligt. Ikora, wir haben das alles schon im Trailer gesehen. Über dein Schicksal und schließt dich auf ewig darin ein. Das ist die Erlösung, die er verspricht. Das ist die finale Form. Was in der Flasche da ist, bestimmt verdunstet da. Der Zeuge denkt, er sei der Gott, den er sich im Reisenden erhofft hatte. Und obwohl sich der Reisende seine kleinen Knuster widersetzt, werden er und alles andere ihm irgendwann unterliegen. Ich habe Zavala immer gewarnt, nicht alles auf den Reisenden zu setzen. Aber Zavala konnte mal wieder nicht hören. Sondern vielleicht auch auf uns. Doch vielleicht reicht Vertrauen so in den Reisenden schon aus. Die zuhören. Wenn das Licht stark genug ist, um das Universum zu zerstören, dann Ikora, kann es komm auch schon. Den Zeugen vernichten. Ich schwöre, selbst an meinen Fingern bilden sich schon Schweißtropfen. Ich muss aus diesem Raum raus. Abgeschlossen. Holy crap, ich glaube, ich habe noch nie so lange für eine Kampagne gebraucht. War es das? Exegese, besiege die Truppen des Zeugen. Nein, nein, nicht. Weiter. Ach, Piepmatze schon wieder unterwegs. Also, es geht, Alter. Ich kann hier nicht mehr drinnen sitzen. Zeig her, was sie wird.
Treffe ich Cora beim Lager. Ah, okay. Oh, pass auf, der Weg zum Lager ist schon der nächste Schritt. Nein. Ist schon wieder. Was ist das denn, Alter? Eine Handvase? Das ist ja mal eklig. Holy shit, Bro. Wenn du so eine Vase in deinem Zimmer hast, kannst du dich darauf verlassen, dass irgendwann FBI in der Tür steht. Ah, da ist das Lager. Sehr schön. Okay. So. Sorry, Leute, aber ich muss hier raus. Ich muss jetzt eben mal die Kiste für eine Stunde runterfahren. Ich hoffe, unten die Etage ist ein bisschen kühler als hier oben. Ja, die Lore ziehen wir uns später irgendwann rein. Also, neue Mission. Das war's dann. Segese abgeschlossen. Ist noch jemand bei dir? Wahrscheinlich nicht Commander Zavala. Keine Ahnung, aber... Dafür würde er dich nicht gerade loben. Oh, hören wir uns das auch noch an. Ich habe getan, was ich konnte, okay? Unter den Umständen wird Big Blue mir sicher vergeben. Und du? Nein. Was? Das ist zu viel. Einfach zu viel. Was hat denn die Cora jetzt für ein Problem? Es reicht schon, dass der Zeuge in unsere Herzen und Köpfe blickt, unsere Erinnerungen zurückholt. Aber das... Ikora, komm schon, sieh mich an. Ich weiß, es ist hart. Ist es für mich auch? Hart? Was weißt du schon darüber? Du bist immer wie ein Irrer rumgerannt, hast Zavala und mir jedes Mal alle Verantwortung überlassen, wenn... Ja, Kate. Wenn wir ein Du warst ein Hallodri, würden die alten Leute sagen. Moment, ich bin einer von den alten Leuten. Also, er war ein Hallodri. Ich werde es wieder gut machen. Hm. Zu spät, Kate. In Ordnung. Das ging aber schnell. Okay. So, ihr beiden. Gefühlt jetzt 197 Grad. Ich muss hier raus. Nicht so vorschnell. Du hast noch einiges aufzuholen. Na, dann fangen wir besser an. Okay. Das war es jetzt aber, oder? Ja, sehr schön. Rate dich mit Geist in der Zuflucht von Silberflügeln. Okay, das machen wir dann nächstes Mal. Bis denn. Ciao.